es ist die Idee des Poeten, der zum Revolutionär wird oder zum Ritter, der Schlachten schlägt, der Gemetzel verliert und andere gewinnt und dabei eigentlich seine Poesie vervollkommnet. The International Situationist Movement was founded in Cosio da Rocha in Italy, was founded not as an art movement, but as a political movement. Mit The Most Dangerous Game gucken wir uns eine ganz spezifische Kunstentwicklung an, die der Situationisten, die deshalb interessant ist, weil sie mit relativ radikalen Mitteln sozusagen Kunst selbst als System in Frage stellt und natürlich auch die Institutionen der Kunst in Frage stellt. The main technique or the main art production was the construction of situation, and everybody is allowed to play. So in this sense, the figure of the artist as an elitarian figure cannot exist anymore, and that's why they declared the end of art. Wie kann man etwas ausstellen, was sich gegen die Ausstellung in ihrer Geschichte letztlich gewehrt hat? Die wichtigste Maßnahme, um die Situationisten davor zu bewahren, zu dem Spektakel zu werden, dessen sie immer gewärtig waren, ist sehr, ihr Denken vorzuführen. First part of the exhibition consists in the Bibliothek Situationiste de Silkeborg, which was a project conceived by Guy Debord in 1959, together with Asger Jorn, another founder of the movement. But this Bibliothek was never realized. Und wir haben das in den letzten 20 Jahren komplett rekonstruiert, was heißt eine Anzahl von etwa 700 Dokumenten. Das Besondere daran ist, dass diese Bibliothek, dieses Archiv nicht nur das eigene Schrifttum des Situationisten enthält, sondern dass es sich bemüht, alle avantgardistischen Strömungen mit einzufangen, die in Form von Mitgliedern mündeten in die Situationistische Internationale. Und das umgreift interessanterweise eigentlich alle Avantgarde-Bewegungen des 20. Jahrhunderts in Europa. Wir zeigen etwas, was sehr viel mit revolutionären Konzepten, mit revolutionären Ideen, mit Sachen, die man nicht zeigen kann oder die sich gegen das Zeigen und gegen das Festmachen an bestimmten Objekten gewehrt haben. Und wir nehmen den Zweck ernst, der von Anfang an bestand, die Kunst zu überwinden in der Politik. Der Fokus der Ausstellung liegt darauf, den politischen Aspekt der Bewegung herauszuarbeiten, nämlich die Bewegung im Hinblick auf 68 vorzuführen. Another chapter of the exhibition is the image control chapter, which is about the images that were created, produced during this period of the 1968. Wir haben zum ersten Mal Zugriff bekommen auf die gigantischen Fotoarchive der Pariser Polizei, die im Mai 68 bis hin zum Juni, als der Aufstand wirklich niedergeschlagen wurde, sich angesammelt haben. Das sind alles Bilder, die man noch nie zuvor gesehen hat. Unter diesen Polizeibildern ist ein Typus, der ist komplett neu. Und das sind spektakuläre Luftaufnahmen, speziell der am meisten umkämpften Straßen, in die die Polizei nicht rein konnte. Die hat sie also aus der Gottesperspektive der absoluten Souveränität wahrgenommen, um zu sehen, wo sind die Barrikaden, wie können wir sie umgehen. Die Situationisten waren in der Zeit tatsächlich diejenigen, die dezidiert, immer explizit gesagt haben, das einzige Ziel, was wir haben, ist die Revolution. Also keine Kompromisse.
This is theoretical exhibition, which is presenting the movement from also an historical point of view. And that's, of course, a point of departure for a new reflections on the topic. I think that the main inspiration that could be taken from the ES practices is the idea of questioning the society system we are living in. Die Perspektive unserer Ausstellung, das Erkenntnisinteresse, mit dem wir gearbeitet haben, eines war, dass die Zwecke der Situationisten teilt. Nämlich, worin besteht die Möglichkeit des Umsturzes, wie geht Revolution richtig. Das heißt, wir haben ihr Tun unter dem Aspekt betrachtet, wo macht es Fehler gemessen am eigenen Zweck. Und das durchzieht die Argumentation dieser Ausstellung.